ein schönes Gefühl, mal wieder in der Werkstatt zu sein. Ich habe heute ein richtig, richtig tolles Tool und da habe ich richtig lange drauf gewartet. Beziehungsweise ich freue mich riesig, das Ganze auszupacken und euch zu testen. Es ist eine Bandsäge, eine recht günstige, erschwingliche für jeden Hobbyheimwerker. Und ihr kennt die Marke, die ich ab und zu mal teste, Parkside. Und ja, ich bin mal gespannt, was sich hier hinter diesem Karton verbirgt und ob ich dir das weiterempfehlen kann. Karton 12 Kilo schwer. Es ist eine Metallbandsäge. Das war schon immer mein großer Traum. In dieser Kategorie, in dieser Größe ungefähr Markennamen kann man so rechnen 400 bis 600 bis 800 Euro. Ihr kennt bestimmt ein, zwei Projekte. Also unter anderem schweiße ich ja auch und mache ein paar Stahlprojekte mit Holzgemisch. Gemischt und ich habe viele Projekte bzw. Stahl habe ich immer mit dieser Vorrichtung zugeschnitten. Das ist eine Vorrichtung, da könnt ihr einen Winkelschleifer einspannen und hier könnt ihr Stahl einspannen und dann könnt ihr ganz vorsichtig das durchschneiden mit dem Winkelschleifer. Die Schnitte sind natürlich nicht exakt in einem 90 Grad Winkel. Ihr dürft nicht zu schnell das Ganze runtertauchen, ansonsten verläuft das. Es funktioniert aber, beziehungsweise ich kann damit vernünftige Schnitte machen, so dass ich da irgendwas zusammenbrutzeln kann. Mit der Metallsäge ist es halt so, ihr könnt ein bisschen schneller arbeiten, die Schnitte werden exakter und ihr könnt auch 45 Grad Schnitte sägen. Ja, und ich bin wirklich gespannt. Karton ist schon beschädigt. Cool. So schaut die Maschine ohne Karton aus. Lieferumfang ist hier eine Bedienungsanleitung und das Gerät selber. Ich habe auch schon meinen Schlosserwinkel rausgeholt und das Ganze überprüft. Es stimmt so, aber was mir gleich auffällt, okay, die steht jetzt nicht exakt, also, beziehungsweise der Auflagetisch hat sich schon ein bisschen verformt. Wir haben hier so ein bisschen Spiel, ne, bei einer Bandsäge und das darf eigentlich nicht sein, sollte beziehungsweise nicht. Das Tolle ist, die ist schon soweit fertig aufgebaut und wir haben hier einen Auflagetisch und hier eine Schnellspannvorrichtung, sprich wir haben hier ein Gewinde, können wir runtersetzen, dann können wir gleich Druck drauf geben. Ihr kennt bestimmt bei gewissen Kappsägen gibt es ja auch solche Vorrichtungen zum Schrauben und die haben das nicht. Ist natürlich immer mühselig, wenn man dann schraubt. Hier kann man halt ganz schnell das Ganze festspannen. Das Schöne hierbei, das Ganze ist jetzt nochmal leicht verstellbar, beziehungsweise passt sich den Werkstück dann an, was man schneiden will. Hier mal ein Schnellspannverschluss, beziehungsweise Sägeblatt ist entspannt, Sägeblatt ist gespannt. Ich habe, aus meiner Erfahrung her, mache ich das immer so, wenn ich fertig mit den Arbeiten bin, dann entspanne ich das Sägeblatt immer. Ich weiß nicht, wie ihr das Ganze macht. Könnt ihr mal als Kommentar da lassen. Dann haben wir hier oben einen An- und Ausschalter und hier können wir die Geschwindigkeit einstellen von 1 bis 6. Ist ganz, ganz gut bei Metallarbeiten, je nachdem, wie dick das oder wie stark das Material ist. Das Schöne ist halt auch, wie mein Auflagetisch aus Metall gummiert. Mit 4 Bohrungen, da können wir das Ganze auch fest auf den Tisch, auf die Werkbank festschrauben. Und wir haben hier nochmal eine Skala, die ist, hier ist die Skala rot markiert und von 0 bis 45 Grad könnt ihr das Ganze schwenken. Hier ist ein Schnellverschluss, ist natürlich, ja, lässt sich so ein bisschen schwer bedienen. Ich habe die jetzt mal eingestellt exakt auf 90 Grad und ich denke mal, dass man sich halt den Winkel dann selber einstellen muss. Sprich, ihr sägt wahrscheinlich und dann müsst ihr das Ganze nochmal nachmessen mit einem Winkelmesser und dann eventuell nochmal nachstellen. Die Schrauben hier sind alle bombenfest. Das solltet ihr natürlich vorweg nochmal überprüfen. Hier oben haben wir nochmal einen Tragegriff, beziehungsweise ihr könnt die Säge auch von der Plattform entnehmen und auch so sägen. So könnt ihr dann eventuell größere Metallstücke durchsägen. Ich habe mir jetzt hier nochmal passend einen Holzklotz besorgt. Eine Höhe und ich würde sagen, wir fangen mit einem ganz, ganz leichten Stahl an. Ich kann euch natürlich jetzt empfehlen, das Ganze zu schmieren. Ganz, ganz wichtig bei Stahl, wenn wir eine längere Zeit sägen, dann entsteht eine sehr, sehr hohe Wärme. Natürlich fürs Sägeblatt
Und ja, dann ist die Gefahr sehr groß, dass so ein Sägeblatt ganz schnell reißt. Hier haben wir nochmal für den Transport eine Sicherung, sprich, wir können das Ganze auch schön durch die Gegend transportieren. Was mir natürlich hier fehlt, ist so ein bisschen, ja, es bleibt stehen, aber wir haben hier das volle Gewicht. Ein Eigengewicht von der Maschine. Ich kenne es halt bei vielen Maschinen so, dass das Ganze noch gefedert ist und dass das Ganze ein bisschen sanfter geht, also dass das Gewicht nicht so runterfällt. So, jetzt wollen wir mal gucken auf Stufe 1, wie laut die ist. Hört sich sehr an. Also von der Lautstärke her geht das, aber hört sich an, als ob sie sich quält. Und höher stellen. Ist schon sehr, sehr laut und ich merke so ein leichtes Eiergefühl. Ansonsten. Ja, wie gesagt, im Spiel haben wir hier. Ich bin mal gespannt. Ich habe jetzt hier ein paar Sachen rausgesucht, unter anderem ein Rohr, ein Flachstahl hier von, ich glaube, 5 mal 1 Zentimeter. Also ein sehr, sehr massives Ding hier, 5 mal 5, 10 Millimeter. Hier ein Rundeisen, ein Winkel, 50 mal 50. Und hier haben wir einen Flachstahl von 20 mal 4 Millimeter. Ich würde sagen, damit fangen wir als erstes an. Oh, das ging fix, muss ich sagen. Das Ganze jetzt natürlich nicht geölt. Jetzt will ich mal gucken, wie der 90 Grad Winkel stimmt. Schau dir das mal an. Ich bin schon ziemlich zufrieden, weil beim Schweißen lässt man ja auch immer so ein bisschen Luft. Also ich zumindest. Nö, ich denke mal, das ist akzeptabel. So, jetzt nehme ich mir hier nochmal ein Rundeisen von 1 Zentimeter ungefähr. Müsste eigentlich auch ohne Probleme schaffen. Jetzt sägen wir noch mal ein Stück ab und jetzt schaut euch mal die Maschine an. Beobachtet mal, ob das Gehäuse, ob das sehr wackelt, weil wir werden gleich mit den größeren Sachen anfangen. Ein bisschen wackelt das schon. Wichtig ist halt beim Sägen, dass ihr nicht mit Druck arbeitet, sondern dass ihr einfach mit dem Druck von dem Eigengewicht der Maschine arbeitet. Denn dann macht die, also das Sägeblatt sollte schon recht scharf sein und dann oder das Band und dann sägt die förmlich von ganz alleine. Wenn ihr Druck ausübt, ist die Gefahr ziemlich groß, dass so ein Metallband reißt. So, jetzt haben wir die beiden. Jetzt fangen wir, glaube ich, mal an mit dem Winkel hier. Etwas größer und dann können wir auch so 45 mit 45er Schenkel. Ihr könnt sehen, es sind nicht 90 Grad, sondern wahrscheinlich 48. Ist vermutlich mal eine Einstellungssache. Aber ich bin recht verwundert, also hat er problemlos geschafft. Ich habe jetzt, um das Ganze zu sägen, circa 1,5 Minuten gebraucht. Jetzt fangen wir, bevor wir das Flachstahl machen, sägen wir nochmal hier so ein Stück Rohr ab. Mal gucken, wie sich das Ganze hier verhält. Also vom Einspann her bin ich wirklich sehr zufrieden. Das Werkstück sitzt wirklich fest. Es verrutscht nicht beim Sägen. Also wirklich toll.
So. Natürlich jetzt heiß, aber es sind jetzt hier keine Brandspuren oder so zu sehen. Also, ja, voilà. Das, genau das habe ich mir gewünscht. Was ich mir jetzt natürlich nicht gewünscht habe, ist, ihr könnt schon sehen, das Sägeblatt ist verlaufen. Es kann sein, dass ich das Ganze jetzt zu schnell gesägt habe und dadurch ist das so ein bisschen weggedriftet. Aber es kann auch sein, dass es zum Schuld, schaut hier, wir haben hier schon so ein bisschen Spiel. Ne? Ich hatte ja anfangs, wie ich es gesagt habe, hier oben ist der An- und Ausschalter, ist natürlich hier und hier oben haben wir Licht. Hier unten befindet sich eine kleine LED. Ist auch sehr praktisch, ne, wenn man jetzt nicht so eine ausgeleuchtete Werkstatt hat oder auf dem Bau ist. Und dann nochmal kurz zum Thema Einstellen. Ihr habt bestimmt schon gesehen, dass ich das gerade so hingelegt habe. Die Profis unter euch wissen, warum, weshalb. Der Laie würde wahrscheinlich da einen Winkel so hinlegen. Ist natürlich jetzt doof vom Einspannen her, denn so ein Winkel ist manchmal nicht wirklich 90 Grad Winkel. Das heißt, er drückt sich schon hier hoch seitlich. Sprich, so einen Winkel legt man eigentlich immer so rein. Vorteil natürlich, wir haben jetzt hier links und rechts eine schöne Druckzulage und wenn das Sägeblatt eintaucht, sägt es links und rechts gleichmäßig. Wenn wir es jetzt anders einspannen würden, wäre es so, dass das dann hier oben sägt. Das Sägeblatt kann anfangen zu flattern und verlaufen und dann sägt es dann unten, ist die, wir haben eine ganz, ganz andere, wie soll ich sagen, eine ganz andere Schnitttechnik. Einmal haben wir hier oben gerade runterlaufen, dann haben wir hier eine gesamte Fläche. Und dadurch ist der Schnitt dann nicht so optimal. Das gleiche ist auch mit dem Flachstahl, das wir jetzt hier sägen. Das sägen wir nicht hochkant rein, sondern das legen wir flach rein, damit der Schnitt wirklich möglichst optimal ist. So. Zack. Ich will jetzt nochmal prüfen, der 90-Grad-Winkel, der stimmt. Und was ich euch nochmal erzählen oder zeigen wollte, wir haben jetzt hier eine Schnittbreite von etwa 10,5 cm und eine Höhe von etwa 15 cm. Auf geht's. Also ich muss sagen, das war schon grenzwertig jetzt, weil man hat richtig gehört, dass das wirklich schwer war. Aber das Schnittergebnis, damit bin ich recht zufrieden. Wir sehen natürlich jetzt hier einen kleinen Grat, aber das ist völlig normal. Und wir haben jetzt hier einen 90-Grad-Schnitt. Und das ist ganz schön schwer hier bei diesem 5x 1,5 mm Flachstahl. Jetzt seid ihr bestimmt auf mein Fazit gespannt. Also ich muss sagen, 1,5 cm ist natürlich jetzt der Extremtest. Wer sowas jetzt des häufigeren schneiden muss, den empfehle ich wirklich eine Maschine für 4, 5, 600 Euro. Es gibt da unter anderem eine Maschine von Optimum. Die war auch in so einem, mein Hauptmerkmal. Die liegt, glaube ich, bei 1200 Euro. Und es gibt auch welche für 400, 500 Euro. Die werde ich dir mal unten in der Videobeschreibung verlinken, sowie auch diese hier von Parkside. Wir müssen immer bemerken, Preis, Leistung, 99 Euro kostet das ganze Ding hier, von Lidl direkt, ich glaube 4,95 Versand. Flachstahl 4 mm mal 20, kein Problem, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir auch 30 und 40 mm Breite sägen können, kein Problem. Auch hier diesen Rundstahl, ihr habt auch gesehen, das Röhrchen hier oder dieses Rohr hat er problemlos gesägt und auch der Winkel oder den Winkel. Das Schnittbild ist für mich akzeptabel, also sehr, sehr gut. Ich sehe da jetzt keine Unterschiede wie von einer professionellen Maschine. Es ist nichts heiß geworden oder angelaufen. Natürlich haben wir hier keinen exakt gleichen Durchmesser. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass man das einstellen kann, beziehungsweise wenn man die Maschine noch langsamer führt, würde das Ganze etwas anders aussehen. Hier haben wir auch einen halben Millimeter ungefähr Differenz gehabt. Beim Flachstahl hier war das eigentlich ziemlich exakt. Ich bin eigentlich sehr begeistert. Was ich jetzt nicht so schön finde, ist,
dass das Sägeblatt halt durchdreht, das ist dem zum Schulden, oder ich weiß natürlich jetzt nicht, wie größere Maschinen aufgebaut sind, die zwei Räder hier oder Antriebsräder, hier ist der Motor beziehungsweise hier, und das Ganze ist gummiert, und wenn da Öl mit Gummi in Verbindung kommt, mit Metall, rutscht das Ganze durch. Da müsst ihr natürlich ein bisschen aufpassen, dass ihr nur das Werkstück ölt bzw. kühlt und nicht zu viel. Dann stellt und dann geht bitte auf Stufe 2 oder 3 und dann sägt ihr das Fahrrad 3 Minuten länger, wenn ihr jetzt beispielsweise sowas sägen wollt, anstatt wenn ihr das Ganze durchjagt. Und der nächste Aspekt ist, umso schneller ihr sägt oder umso mehr Druck ihr aufübt, umso schneller wird das Sägeblatt stumpf. Der nächste Nachteil, den ich finde, ist, dass diese Abdeckkappen hier von dem Sägeblatt, also dass die aus Kunststoff sind, das finde ich ein bisschen doof, weil ich habe euch ja schon gezeigt, das wird sich irgendwann hier durchschrubben. Ansonsten bin ich mit dem Wechsel recht zufrieden. Das geht wirklich sehr, sehr schnell. Also wirklich eine tolle Sache. Und was ich gut finde, ist, ihr könnt das Ganze arretieren und hiermit ganz schnell transportieren. Und das Kabel ist hier hinten rausgeführt. Und ein kleines Highlight, wir haben hier eine LED-Beleuchtung. Ja gut, ob man die jetzt braucht oder nicht, weiß ich nicht. Aber sie ist auf jeden Fall dabei. Und das Ganze für 99 Euro. Ja, ich werde euch unten in der Videobeschreibung nochmal ein, zwei Projekte verlinken. Metallprojekte. Und da könnt ihr natürlich so eine Säge bestens einsetzen. Und unter anderem noch mal ein Video, wo ich auf das Thema Schweiß ein bisschen eingehe, beziehungsweise mein Schweißgerät vorstelle. Ist auch eine ganz, ganz feine Sache für den Einsteiger und macht eine Menge Spaß. So, ich würde sagen, abschalten. Ciao. So, und du, Hübsche, kommst jetzt mit hinten in den Nebenraum. Ich werde hier einen schönen Tisch für dich machen.